Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Wir sind heute in Mahmutla. Und übrigens, Sie können mir auch jederzeit Kommentare schreiben. Sie können mir auch übers WhatsApp schreiben. Viele schreiben natürlich übers YouTube, finde ich auch in Ordnung. Aber da habt ihr auch meine Telefonnummer stehen. Da könnt ihr einfach mal eure Fragen dort reinstellen. So, wir sind heute in Mahmutla. Ich zeige euch halt eine Dreizimmerwohnung, eine sehr schöne Dreizimmerwohnung. Man auch große Familie hier aufhalten kann. Sie sind direkt im Geschehen. Von hier bis zum Meer sind es ungefähr 100 bis 150 Meter. Ja? Und die Wohnung wurde auch neu saniert. Sehr gepflegt, sehr sauber. In der Anlage wohnen hauptsächlich dänische und europäische Leute. Wir fangen direkt, also hier ist der Eingangsbereich und hier ist der Flurbereich. Wir fangen direkt mit Wohnbereich an. Wir haben hier einen sehr, sehr großen Couch, passen locker 8 Leute rein. Wir haben einen großen Tisch, die können wir auch ein bisschen näher schieben. Da könnte man auch Getränke und so weiter auf den Tisch stellen. Unsere offene Küche, sehr gepflegt, sehr sauber, passt gut zu der Wohnung. Und ja, übrigens, die Wohnung wird auch mit E-Geräten und mit Möbeln übergeben. In dem Preis ist alles drin. Den Preis verrate ich natürlich nachher. Ja, jetzt gehen wir mal hier weiter. Wir haben hier einen Ofen. Holzbetrieben. Ja, man kann hier seine Holz reinschmeißen und über Wintermonaten kann man es richtig schön hier kuschelig warm haben. Wir haben hier einen kleinen Fernseher. Draußen haben wir noch einen großen Fernseher auf der Terrasse, aber die wird nicht mit übergeben. Ja? Wir haben 2 Fernseher insgesamt, aber das wird noch mitgenommen. Boden haben ganz interessante Fliesen, sieht auch sehr, sehr schön aus. Wie schon erwähnt, hier wurde alles komplett frisch saniert. Wir sind auf der 2. Etage. Wir haben hier auch wunderschöne Mosaiksteine oder beziehungsweise Natursteine an den Wänden. Wir haben da drüben unseren Barbecue-Grill. Aber das ist natürlich nicht zu gebrauchen. Das ist nur als Deko da. Sieht schön aus. Wir haben hier auch noch einen Heizer. Mein Sohn kommt nicht mehr mit. Aber das machst du super. Unten haben wir noch einen Heizungskörper. Gehen wir mal weiter. Unsere Gäste-WC. Man kann auch was hier gut reinstellen. Passt sogar noch eine Waschmaschine hier rein. Ja, großes Badezimmer. Jede Menge Staubplatz. Wir haben unsere Waschmaschine hier steht. Bodentiefe. Duschkabine. Wir haben hier, ja, das sind 30x30 Fliesen an den Wänden, 15x20 Fliesen. Dann gehen wir mal in unser Hauptschlafzimmer. Wir haben hier auch noch einen Fernseher. Draußen haben wir noch einen Balkon. Da das Balkon noch dreckig ist, laufen wir den nicht raus, damit wir den Dreck nicht hier verteilen. Ja, da passen wir auf. Also so schaut es dann hier aus. Hinten haben wir einen ganz großen Kleiderschrank. Ist gepflegt und neu. Also die Sachen sind kaum gebraucht. Die wurden nur über, ja, Sommerferien und die Wohnung wurde auch als Feriendomizil genutzt. Und unsere Gäste-Schlafzimmer haben wir hier. Doppelbett. Hier auf der linken Seite haben wir noch einen Kleiderschrank. Das kann man so mal zeigen. Also, ca. 120 Quadratmeter Wohnfläche, eine Gäste-WC, eine Dusche. Wir haben hier 2 Schlafzimmer. Die Wohnung wurde komplett neu saniert bzw. renoviert. Draußen wunderschönen Balkon, Terrasse, wir haben auch verglast. Wir sind direkt im Geschehen. Nächste Einkaufsmöglichkeit ist gleich ums Eck. Wir sind von hier bis zum Meer ungefähr 150 Meter, 2. Etage. Und der Preis für diese Wohnung übrigens, das wurde auch 2005, 2006 gebaut. Der Preis 118.000 Euro, da kann man sich nicht beklagen, kann man auch als Feriendomizil nutzen. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Und übrigens, wie gesagt, einfach über WhatsApp mir die Fragen stellen. Ansonsten, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann.